Einen wunderschönen guten Tag, Freunde US-amerikanischer Smartphones. Ich grüße euch. Es steht wieder mal eine neue iOS-Version an. Und zwar iOS 15.4. Die Beta ist bereits erhältlich und wurde natürlich schon reichlich untersucht. Und deshalb gibt es einen Artikel, den könnt ihr bei notebookcheck.com nachlesen. Und da gibt es eine ganz interessante Neuerung, nämlich 120 Hertz. Ich weiß, jetzt denkt man, aber 120 Hertz, war das nicht schon Standard gewesen, sogar in der Mittelklasse, als Apple endlich mal auf die Idee kam, diese Technologie in ein Premium-Smartphone zu verbauen? Die Antwort ist natürlich ja. Apple ist ja eh zu geil und hatte natürlich direkt einen Bug. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Apple es bis heute nicht geschafft hatte, diesen Bug zu beheben. Wahrscheinlich, weil Apple sich denkt, 60 Hertz, 120 Hertz, die Leute kaufen das. Außerdem ist es ja technisch möglich und im System, also Einstellungsmenü von iOS ist ja jetzt viel flüssiger. Das ist es, also das sollte es an unseren Kunden ja eigentlich schon wert sein. Ich meine, ihr kennt ja diese Logik. Wenn man eine Technologie in ein Smartphone anbietet, die bei anderen Smartphones, die viel günstiger sind, schon lange Standard ist, na dann sollte die aber auch nicht vernünftig funktionieren. Das Witzige ist ja, dass Apple Fanboys mir immer in die Kommentare schreiben, dass iOS ja viel, viel besser läuft als Android und das wäre der Aufpreis ja auch wert. Also der Aufpreis für das Gerät. Bei den optionalen Zubehör, da fangen wir es gar nicht an, das ist ein reines Trauerspiel. Da lese ich jetzt, das Apple iPhone erhält mit iOS 15.4 Face ID mit Maske, 120 Hertz Upgrades und Umfpässe in der Wallet. Was? 120 Hertz Upgrades? Ist das nicht genau das, womit Apple in der letzten Präsentation geworben hat? Also als das iPhone 13 vorgestellt wurde? War das nicht die Neuerung in dem Gerät? So wie ein Jahr davor der 5G-Standard. Also der 5G-Standard, der hieß deshalb so, weil es bereits bei allen Smartphones Standard war. Da war das doch der Aufhänger gewesen. Hey, wir schließen endlich mit dem auf, was alle anderen schon längst bieten. Und letztes Jahr, na klar, 120 Hertz. Und da habe ich mich schon darüber lustig gemacht, dass Drittanbieter das nie nutzen können, ihren Apps. Also ihr ladet euch eine App halt aus dem Play Store runter, zum Beispiel ein Game, also da, wo 120 Hertz tatsächlich Sinn macht. Und ihr spielt das Spiel auf, ja, es ist Apple, also 60 Hertz. Ich meine, Apple hat es ja schon mal nicht geschafft, bis 1000 Euro überhaupt 120 Hertz umzusetzen. Also ihr wisst schon, der Standard, den ihr woanders für 250 Euro bekommt, das iPhone 13 bleibt auf 60 Hertz. Mehr kann das Display nicht. Also müsst ihr schon das Pro holen oder das Pro Max. Dann habt ihr super viel Geld ausgegeben, damit ihr euch endlich flüssig durch das Einstellungsmenü von iOS scrollen könnt. Spielt ihr aber ein Spiel, dann geht das nicht. Was ich jetzt aber nicht gewusst habe, ist, dass Apple dieses Problem bis heute nicht in den Griff bekommen hat. Das geben die auch selber zu. Eine weitere spannende Neuerung ist, dass das 120 Hertz schnelle Pro-Motion-Display. Ja, die Technologie gab es schon vorher und hat dir dann einen Namen gegeben. Du sagst, das ist jetzt unsers. Keiner hat ein Pro-Motion-Display. Ja gut, die haben alle, also auch noch mehr als 120 Hertz. Also als Apple, das kam mit 120 Hertz, da sind die anderen, die waren schon weiter, vor allem in Gaming-Smartphones, aber zurück zum Text. Also wir waren bei Neuerungen. Neuerung und 120 Hertz. Neuerung, 120 Hertz, Apple. Da weißt du Bescheid. Eine weitere spannende Neuerung ist, dass das 120 Hertz schnelle Pro-Motion-Display des iPhone 13 Pro mit iOS 15.4 endlich auch bei Drittanbieter-Apps wie vorgesehen funktioniert. Sprich, Animationen werden automatisch mit 120 Bildern pro Sekunde ausgeführt, statt wie bisher mit 60 FPS. Apple hat diese Einschränkung mit einem Bug erklärt, der wohl endlich behoben wird. Das ist auch schön, oder? Ein Bug, der nun endlich behoben wird, Apple. Ich verstehe das nicht. Wie können Apple-Fanboys immer noch so hinter Apple stehen, vor allem mit der Begründung, dass ja die Software so einwandfrei funktioniert und überhaupt nicht fehleranfällig ist und total bugfrei. Wobei Apple immer wieder vor allem durch eins auffällt. Serienfehler. Manche werden behoben, manche werden nicht behoben. Sowas wie zum Beispiel die Tastatur beim Notebook. Das ist ein bisschen schwer zu beheben. Ja, der kann nicht mit Software. Patch. Habe ich sogar gelesen, dass Leute ihr Notebook, das ist jetzt ein bisschen off-topic, ihr Notebook zu der Genius Bar von Apple gebracht haben. Wegen der Tastatur, weil die ja kaputt war. Und dann haben sie dann also das repariert, das Notebook, indem die eine neue Tastatur eingebaut haben. Die genau die gleiche ist. Mit den genau gleichen Serienfehlern, da freut man sich doch. Und nun verkauft Apple ein Telefon. Und wie viele Leute haben sich wohl extra das Pro geholt, wegen dem 120 Hertz Display? Nun verkauft Apple ein Telefon, wo der Aufhänger der gesamten Werbekampagne nicht funktioniert. Ich dachte ja inzwischen, das haben die dann halt mal klamm und heimlich den Fehler behoben, haben sie sich an die große Glocke gehangen, damit möglichst viele nicht mitbekommen haben, dass sie eigentlich die ganze Zeit dieses super Feature gar nicht nutzen konnten. Nein, Freunde, wir haben jetzt Februar und jetzt bringen die 120 Hertz an den Start. Die waren schon die letzten gewesen, die es überhaupt an den Start gebracht haben und dann auch nur bei über 1000 Euro. Bis 1000 Euro schaffen die das nicht. Nicht wahr? Das ist zu teuer. Das kann man doch nicht erwarten.
ja, beim Telefon, was ja schon im Speicherausbau geradezu mithalten kann, wo man dann sogar schon am Ladegerät sparen musste, damit man überhaupt noch den Preis von 1000 Euro überhaupt realisieren kann. Das ist doch nicht möglich, dass man noch eine Display-Technologie verbaut, die es dann bei Xiaomi und Co. in der Mitteklasse gibt. Freunde, das geht nicht. Wisst ihr aber warum? Wenn ihr das haben wollt, ein 120 Hz Panel, was von Anfang an funktioniert, und zwar auch bei 900 Euro Einstiegspreis. Wenn ihr vernünftigen Speicherausbau haben wollt, einen vernünftigen Ladeanschluss, Gott sei Dank einen Standard, den alle benutzen, außer Apple. Und ihr wollt ein Ladegerät haben, oder vielleicht noch Kopfhörer und eine Hülle, was ja bei Apple optional abgesellt wird, nicht wahr? Und zwar für Spitzenpreise. Wenn ihr das alles wollt, dann müsstet ihr, Freunde, dann müsstet ihr auf der Rückseite, wo jetzt hier HP steht, ja, müsstet ihr auf den Apfel verzichten. Freunde, damit hättet ihr jetzt ein Telefon mit einer cleanen Rückseite. Ohne einen gezeichneten Apfel. Das wäre der Preis, den ihr zahlen müsstet. Wenn ihr ein Telefon haben wollt, mit neuesten Technologien zum vernünftigen Preis, dann ist das der Preis, den ihr bezahlen müsst. Und dafür sind die Leute natürlich nicht bereit, weil, stell dir vor, ihr seid ein Starbucks und habt euren gut bepreisten, sagen wir großzügig bepreisten Kaffee und dann ein Telefon ohne Apfel, da werdet ihr ausgelacht. Gut, es sieht dann aus wie ein Smartphone. Quatsch, es sieht dann aus wie ein iPhone, hat die gleiche Funktionalität, allerdings bessere Technik. Oder die gleiche Technik, aber es kostet weniger. Na gut, das würde jetzt auch so ziemlich jedem Blickwinkel Sinn machen. Ja. Aber da sehen die Leute, andere Studenten hier mit so einem Bart- und Hornbrille, die sehen dann. Wo ist das Obst? Wo ist das Obst? Dann wird er rausgejagt, Freunde. Die Studenten mit Bart und Hornbrille, die holen dann die Mistgabeln raus, zünden die Fackeln an und dann wird der Starbucks bereinigt von Leuten ohne Obst. Obst ist praktisch, das ist sowas wie ein Ticket, ne, in eine Bevölkerungsschicht, in die man ja sonst gar nicht rein möchte. Also zurück zum Thema. Wenn ihr jetzt auch 1600 Euro für ein Telefon bezahlt habt, dann könnt ihr endlich Februar 2022 könnt ihr endlich 120 Hertz Technologie genießen, wenn ihr bisher, ne, weil ihr eben nicht reiche Eltern habt, eben nur 1000 Euro für ein iPhone 13 ausgegeben habt, dann müsst ihr natürlich noch auf das 14er warten, vielleicht sogar auf das 15er. Denkt dran, Apple ist immer für Überraschungen zu haben. Wir wissen ja letztendlich, dass Apple auch sehr lange noch an der LCD Technologie festgehalten hat, während auch die AMOLED Technologie schon in der Mittelklasse, aber ihr merkt schon, das sind jetzt Geschichten, die sich wiederholen und ich möchte euch ja nicht langweilen. Immer diese Story so, ja, da gab es eine Technologie, ja, die wurde Standard, so sehr zum Standard, dass sie sogar in der Mittelklasse schon verfügbar war. Und ja, Apple schaffte es dann, also, ne, wieder mal nicht. Wobei inzwischen ja auch die Leaker sich schon sehr zurückhalten, ne, wenn es darum geht, ob Apple aktuelle Technologien integrieren wird. Ist ja schön, dass sich alle anpassen. Nur der Preis passt sich halt leider nicht mit an, aber, ne, ihr wisst, solange es funktioniert, wird es auch so bleiben. Also, freut euch! Ihr Apple-User da draußen, 120 Hertz ist coming. Gut, es kann natürlich sein, dass dann iOS 15.4 neue Fehler reinpatcht. Dann müsst ihr euch halt, also müsst ihr halt abwägen, nicht wahr? Zum Beispiel telefonieren oder 120 Hertz. Daten speichern oder 120 Hertz. Weiß man noch nicht. Aber wenn, also dann werde ich euch natürlich da unterrichten. Ja, nebenbei ist jetzt auch tatsächlich möglich, eine Face ID eben mit Maske zu entsperren, weil ja Apple, also. Das ist jetzt ein altes Telefon, 2016, das werden jetzt Apple-User nicht kennen. Das nennt sich, also diese Technologie, das nennt sich Fingerabdruckscanner. Da muss man einen Finger drauflegen, da wird dann eingescannt und das Gerät wird entsperrt. Das ist eine Sicherheitstechnologie. Bei modernen Geräten, das ist wie gesagt von 2016, kommt ein Fingerabdruckscanner daher, den Apple nicht verbaut. Bei moderneren Geräten, wie zum Beispiel Meizu, das ist so ein Underground-Hersteller aus China. Da ist dann der Fingerabdruckscanner unter dem Display. Damit halt die Rückseite noch cleaner ist. Im Großen und Ganzen ist natürlich jetzt zur Pandemiezeit nur eins wichtig. Man hat einen Fingerabdruckscanner, den Apple ja spätestens dann mit der 13er Generation hätte wieder einführen können. Aber auch da, ich meine, wenn es schon nicht für ein Netzteil reicht, da kann man sich dann ausrechnen, dass Apple bei 1600 Euro natürlich sagt, ey Freunde, wir haben jetzt schon 120 Hertz geliefert. Eine Technologie, die bei anderen, also Mittelklasse, also wie schon Standard ist. Also Fingerabdruckscanner ist nicht drin. Das ist also preislich, ist der einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten, Freunde. Da verdienen wir ja gar nicht mehr. Ich glaube, Apple ist jetzt wieder Platz 1. Ne? Ich glaube, die haben Microsoft wieder überholt. Also ist jetzt das reichste Unternehmen der Welt. Die sind nicht deshalb so unglaublich reich, weil die Fingerabdruckscanner verbauen. Nein, die sind so reich, weil sie eben den weglassen. Deshalb ist es jetzt möglich. Ne? Ich frage mich mal, warum nicht vorher? Sparen die inzwischen sogar an Software-Ingenieuren oder was? Inzwischen ist es aber möglich, auch mit Maske, ne, da wird halt nur der obere
Gesichtsbereich eben gescannt und identifiziert. Also ich frage mich, was da die Hürde war. Ne? Das, der Software jetzt zu sagen, pass auf, scannen jetzt nur den oberen Bereich, das mit der Maske kannst du ignorieren. Aber mittlerweile geht's. Ihr könnt also eine Maske tragen und dann trotzdem euer Telefon halt mit Face-ID entsperren. Oder, Freunde, ihr macht so wie 2010, eine PIN eintippen oder eine Pattern zeichnen. Apple. Wie 2010. Finde ich auch ein schöner Spruch. Vorher ging das nur mit einer Apple Watch, in Verbindung mit einer Apple Watch. Also, ich habe ja gerade gesagt, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so schwer ist, der Software zu sagen, ignoriere den unteren Teil vom Gesicht und scanne nur noch den oberen Teil ein. Also entweder war es wirklich extrem umständlich, Face ID so anzupassen, dass man eben auch ein Gesicht mit Maske einscannen kann. Oder aber Apple hat mit Absicht diese Funktion erst jetzt eingeführt, um den Verkauf der Apple Watch anzukurbeln. Denn wir erinnern uns, es gibt ja nur Face ID, kein Fingerabdruckscanner. Und sofern man jetzt nicht wirklich wieder auf eine PIN oder Pattern zurückgreifen möchte, braucht man Face ID. Und für Face ID braucht man die Apple Watch. Und die Apple Watch kostet jede Menge Geld. Und jede Menge Geld ist immer was Gutes. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin gespannt auf eure Kommentare unten in den Kommentarbereich. Ihr könnt gerne mitdiskutieren. Ihr könnt mich natürlich auch gerne als Apple-Hater beschimpfen, Freunde. Das bringt mir noch mehr Aufmerksamkeit. Ihr wisst, je mehr Kommentare, umso besser. Also der Support der Apple-Fanboys, Freunde, ist immer willkommen. Ihr könnt auch gerne den Dislike-Button hitten. Erstmal sieht es keiner mehr. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Interaktion mit dem Video. Und eine Interaktion mit dem Video bringt mein Video weiter nach oben. Danke. Ich glaube, ohne meine Apple-Fanboys wäre ich so weit gar nicht gekommen. Mein Kanal wäre wahrscheinlich viel, viel kleiner. Ich bin euch wirklich zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Darüber hinaus, Freunde, ja, ich mache mich natürlich immer ein bisschen darüber lustig. Ich meine, es ist Apple. Und was sie sich geben, das ist unterhaltsam. Aber ich respektiere jeden, der sich ein iPhone kauft. Und ich respektiere natürlich auch jeden, der iOS verwendet, Freunde. Warum auch nicht? Es ist mir vollkommen egal, ob jemand Android benutzt oder iOS. Ich mache hier nur Nachrichten. Und wenn ich euch mitteile, dass 120 Hertz bei anderen Herstellern schon lange Standard ist, dann habe ich mir das nicht einfallen lassen, Freunde. Das ist auch kein Hate. Es ist einfach so. Und wenn ich sage, dass Apple mit 5G der letzte Hersteller war, dann ist es auch so, zumindest im Preisbereich. Und wenn ich dann was vergleiche und sage, okay, das Display von den Smartphone löst höher auf als ein vergleichbares iPhone, dann könnt ihr das immer nachrecherchieren. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind alles nur Zahlen, das sind alles nur Datenblätter. Wenn jemand sagt, subjektiv komme ich mit iOS besser klar, dann respektiere ich das. Das ist seine Sache. Aber Hardware kann man miteinander vergleichen. So, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Quelle unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.